1971, Anfang 1972, habe ich im Hunde Inserat gesehen, wo es Militärhundeführer suchen. Und da ist dann der Peter Kradolfer, der heute ja da ist, ins Spiel gekommen mit dem Urs Hochsenbein, wo das ins Leben gerufen haben. Da habe ich mich dann dort auf das Inserat gemeldet und bin dann angekommen als junger Militärhundeführer mit meinem Hund Tasso, mit dem Tasso natürlich. Wir haben ein kleines Problem, weil ich 6 Hunde hatte. Aber das war der Tasso, den ich dann ins Militär einrücken konnte. Und da habe ich die ersten, die es in der Schweiz überhaupt gegeben hat, Kurse gemacht für angehende Kata-Militärhundeführer. Und wir sind dann in Rumänien, in Bukarest, das erste Mal im Einsatz gesehen und haben dort eigentlich wirklich gesehen, was das heisst, mit dem Hund A dürfen in Einsatz gehen und B dürfen miterleben, wie unsere Hunde Lebende haben können retten. Und das ist eigentlich, wenn wir auch nicht mehr hätten gehen können, ist das ein Ereignis gewesen, das uns geprägt hat, wo wir können sagen, jetzt hat sich doch unseren Einsatz über all die Jahre gelohnt. Dass man mit dem Hund so viel geschafft hat und so viele Stunden aufgewendet hat, so viele Kilometer gefahren ist für die Ausbildung, es hat sich gelohnt, ein Menschenleben zu retten. Oder der Einsatz zum Beispiel Armenien mit so viel Toten. An der Strasse, auch in Rumänien, so viele Tote, also bergeweise Tote, wo man einfach müssen durchgehen. Und das sind dann schon Momente, wo auch im Nachhinein, wenn ich heute mal einen Vortrag habe und ich komme darauf zu sprechen, dass der erste Einsatz in der Nacht am 21:45 in Leninakan war, in Armenien, und Redo gesagt hat, in der Nacht wird nicht gesucht, weil es einfach zu gefährlich ist. Kein Licht, Kenntnis von der Lage und so weiter, kein Ortskenntnis, gar nichts, hat man immer gesagt, in der Nacht suchen wir nicht. Und dann war es aber wirklich so schlimm gewesen, und wir waren relativ spät dran gewesen. Und dann hat dann die Führung entschieden, wir suchen. Nach dem 10. sind wir dann das erste Mal in Einsatz gekommen und haben ein Trümmerfeld gehabt, wo es mit Lastwagen beleuchtet haben. Und da habe ich dann meinen Hund eingesetzt und der ist auf einem T-Balken ist der gelaufen und irgendjemand von den Rettungsleuten hat den mit einem Skiwerfer anzündet und er geht mir dann 8 Meter oben runter in die Trümmer rein. Und hat dann einen Milzriss gehabt. Er hat wohl noch weiter geschafft, da ist alles gut gegangen. Aber wo wir dann 5 Tage später hier sind, hat sich dann das herauskristallisiert. Und er wäre eigentlich innerlich verblühtet, wenn man dann nicht die Milz sofort rausgenommen hätte. Das sind so wirklich eindrückliche Erlebnisse. Oder ein Schulhaus, wo es 8 Etagen unter jeder Etage unter den Holzböden, Betonböden, also 20, 25 tote Kinder hat, wo die Eltern noch Utensilien gesucht haben von Büchern, von Schriftsachen, die sie ausgefüllt haben. Das ist dann schon näher gegangen. Und das war eigentlich alles so in der ersten Nacht gewesen, der erste Eindruck in so einem riesen Trümmerfeld, wo wir dort in dem Leninakan angetroffen haben. Ja, und so hat sich dann Einsatz an Einsatz gereiht und überall ist halt einfach immer wieder das Gleiche gewesen. Und grundsätzlich haben wir sagen, also wir sind so dankbar, dass wir über Redoc haben dürfen lernen, Leute zu retten. Und wenn sie auch nicht mehr gelebt haben, so hat man doch können den Verwandten, den nahen Angehörigen ihres
alles und ein, was sie hatten, Rettung gegeben. Man konnte es beerdigen. Und ja, auch da hat man natürlich sehr viel geholfen. Und dass man viel mehr Tote hatten, wie Lebende, ist auch klar. Also, wir haben ja immer einen psychologischen Dienst gehabt, der im Hintergrund, oder wenn wir gekommen sind, das übernommen hat. Ich selber habe eigentlich nie mich so gefühlt, dass ich so jemanden brauchte. Aber wenn ich zum Beispiel, das weiss ich noch, nach einem Einsatz bin ich im, ich weiss nicht mehr, 8. oder 9. Stock in einem Hochhaus gewesen, in Wattwil, und ich vermute, es sind Lastwagen durch oder irgendetwas, und ich hatte das Gefühl, das Schüttli. Ich musste abbrechen und raus. Und da ist mir eigentlich jedes Mal, wenn noch irgendetwas ein bisschen geschüttelt hat, dann habe ich die nicht unbedingt Angst, einfach ein Unwohlsein gespürt. Und irgendwie ist da wie in einem Film ist da wieder abgelaufen, was wir erlebt haben. Wir haben in Jugoslawien haben wir Flaschen aufgestellt, Literflaschen. Und sobald der Wasserspiegel so gemacht haben, sind wir aus dem Gebäude raus. Das ist so ein bisschen unsere Erdbebenwarnung. Wir haben hier auch sehr schmal mit 7,3 Stöße verwünscht. Und seitdem weiss ich, was das heisst. Also da stehst du nicht.